Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio am Freitag, Freitagnacht, Freitemennacht. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, hier live im Radio bei 1 Live, live im Fernsehen, im WDR Fernsehen, dann ran an die Telefone oder mailt uns unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist eine Frau, eine Anruferin, und zwar die Simone, 19 Jahre alt. Hallo Simone. Hallo Domian. Hallo. Was ist dein Thema? Es geht darum, ich habe seit einem halben Jahr ungefähr einen Freund. Mhm. Und da läuft auf sexueller Basis gar nichts. Wie? Noch kein Mal? Nein, noch kein Mal. Gar nichts? Nein, gar nicht. Auch nicht ein bisschen gefummelt? Ja, das schon. Ja, wie weit? Ja, nicht sehr weit eigentlich. Nee, Pettingmäßig was abgegangen? Nee. Nee? Nee. Aber geknutscht habt ihr? Ja, ja. Nackt nebeneinander gelegen habt ihr auch schon mal? Ja, das haben wir auch, aber so läuft eigentlich nichts. Und habt ihr euch gegenseitig befriedigt? Nein. Nein, das nicht? Nein. War er, wie alt ist er? Der ist 27. Ja. War er, als er neben dir gelegen hat, erregt? Ja, aber das Problem ist, wenn er erregt ist, steht er immer auf und geht aus dem Zimmer raus und geht in einen anderen Raum. Ach. Ja, und... Wie, ihr macht euch gegenseitig heiß und dann geht er aus dem Raum und dann? Ja, dann weiß ich nicht. Und dann kommt er ungefähr nach einer Viertelstunde wieder und dann war's das eigentlich. Dann ist er nicht mehr erregt? Nee. Und du, Armes, liegst da und, ja, weiß gar nicht, woran du bist? Genau. Hm. Wie oft ist denn das schon vorgekommen? Oh je, schon sehr oft. Ich meine, wenn ihr schon mal so weit seid, ist das ja schon dann nur noch einen kleinen Schritt, und noch ein bisschen weiter zu gehen. Ja. Es ist jedes Mal so, dass er dann, wenn es schon ziemlich heiß zur Sache geht... Ja. Dass er dann aufsteht, rausgeht ins Nebenzimmer. Was macht er denn im Nebenzimmer? Das weiß ich nicht. Hast du ihn denn mal gefragt? Ja, und er gibt mir aber keine Antwort drauf. Merkwürdig, ne? Ja. Also ich weiß auch nicht mehr, was ich da machen soll. Ich habe keine Ahnung. Und ich liebe ihn ja auch, ich will ihn ja auch nicht verlieren und ich weiß keinen Rat mehr, aber auch gar nichts. Gar nichts mehr. Ich habe gerade so gedacht, im ersten Moment, wenn du mir erzählst, ihr liegt da nebeneinander, er ist erregt, er hat eine Erektion und kommt unerregt wieder zurück. Onaniert er da in dem Nebenzimmer? Wahrscheinlich. Mhm. Aber er sagt auch so weit es nichts. Aber warum sollte er das tun? Er hat seine Freunde neben sich liegen und warum geht man dann ins Nebenzimmer und onaniert? Ich weiß es nicht. Aber er hat eine Erektion bei dir? Ja, ja. Mhm. Mhm. Und das geht jetzt ein halbes Jahr so? Ja. Was ja völlig frustrierend für dich sein muss. Ja. Auch verletzend irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht mehr weiter. Ich bin verzweifelt. Die Situation nochmal, erklär mir das mal. Er kommt dann zurück und was sagt er dann? Ja, dann sage ich, was hast du denn jetzt gemacht? Mhm. Weil er dann einfach rausgelaufen ist und dann sagt er nichts. Ja, und dann dreht er sich um und schläft. Mhm. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Aber hallo, stimmt da was nicht? Ja. Würde ich nicht mehr mit mir machen lassen, Simone. Ja, finde ich er ist ein 27-jähriger Kerl, also der kann den Mund aufmachen, der soll sagen, was da los ist, warum geht er raus, was macht er da draußen, hat er keinen Bock mit dir zu schlafen, findet er dich nicht attraktiv genug, das sind die Fragen, die er beantworten muss. Er sagt aber auch gar nichts und ich habe ihn ja schon gefragt, ob er überhaupt schon vor mir eine Freundin gehabt hat. Ja. Und da sagt er, er hat schon einige gehabt, aber das glaube ich nicht so ganz, weil er auch nicht genau weiß, was er mit mir anfangen soll. Du hältst es für möglich, dass der aus Angst rausgeht? Das kann sein, ja. Weil er nicht weiß, wie er jetzt weiter sich verhalten soll? Ja. Mhm. Gut, das mag ja auch sein und das wäre ja auch nicht schlimm, wenn er das so zugeben würde. Ja, aber er gibt es ja nicht zu. Mhm. Aber du musst ihm klar machen, dass er dir das sagen muss, sonst ist diese Beziehung auf sehr dünnem Eis gebaut. Wie lange willst du das noch mitmachen? Ja, ich weiß nicht. Das kann man gar nicht lange mitmachen. Nee. Weil du ein Recht darauf hast, zu wissen, was da los ist. Und du bist ja auch bereit, ihm vielleicht zu helfen, wenn da irgendwie eine Unsicherheit ist oder weiß ich was. Ja, eben drum. Aber er sagt ja auch nichts. Also ich frage ihn ja jedes Mal, aber da kommt nichts von ihm, aber auch gar nichts. Mhm. Bist du sehr in ihn verliebt? Ja. Hast du den Eindruck, dass er in dich auch sehr verliebt ist? Ja. So, das ist eine gute Grundlage, sich am Riemen zu reißen, für ihn, finde ich. Hm.
dann sag ihm nochmal, dass du ihn wirklich sehr liebst und dass du ganz glücklich bist, dass du ihn gefunden hast. Aber mach ihm klar, dass das nicht so weitergeht. Wenn es so weitergeht, funktioniert diese Beziehung nicht mehr. Das heißt, dann kommt es zur Trennung. Ja, ich habe mir auch schon gesagt, dass es so lange nicht so weitergehen kann. Und da sagt er aber nichts. Da guckt er mal komisch, aber dann... Ja, da musst du das da musst du es wirklich so rüberbringen, dass er es wirklich ernst nimmt. Dass er nicht denkt, naja, die kann ja viel erzählen, aber da kommt ja eh nichts rum letztendlich. Mhm. Biete ihm doch an, wenn man weiß ja nicht, was er für ein Problem mit sich herumträgt. Biete ihm doch an als zusätzliche Möglichkeit, dass ihr zusammen zu einer Beratungsstelle geht. Das will er alles nicht, da haben wir alles schon. Hast du auch schon? Ja, das will er nicht. Dann musst du auf den Tisch hauen. Hier gibt's nicht, will ich nicht und ich rede nicht und geht nicht und was, läuft nicht. Der hat den Mund aufzumachen. Und wenn er den Mund nicht alleine aufmachen kann, dann soll er für eure Liebe, auf der Basis dessen, dass er dich sehr lieb hat, soll er mit dir zu einer Beratungsstelle gehen. Dann kann er seinen guten Willen auch zeigen, dass er das gerne, dass er auch was in die Waagschale wirft. Aber so nicht. Lass es nicht mit dir machen. Ja. Definitiv nicht. Mein Rat an dich. Weil ich weiß nicht, ich habe mit meinen Eltern auch schon darüber geredet und auch mit seiner Mutter, weil ich ein gutes Verhältnis zu ihr habe. Wir wissen alle nicht, was wir mit ihm machen sollen. Ja, du musst ihn härter anfassen. Also wenn er sich so bockig verhält, finde ich, wenn du schon von dir aus, du bist fast 10 Jahre jünger als er, den Vorschlag machst, pass auf, komm, lass uns gemeinsam Hilfe suchen. Und das schlägt er auch aus. Dann hast du verdammt nochmal das Recht, auch ein bisschen krasser aufzutreten. Ja. Finde ich schon. Und vielleicht wird er dann wachgerüttelt und... macht etwas für dich und für euch, für sich letztendlich auch. Ja, ich hoffe. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, Simone. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen ist Promi-Besuch angesagt hier bei uns. Morgen kommt der Schauspieler Mathieu Carrière zu mir. Um 23.30 Uhr, um 11:30 Uhr morgen Abend im WDR-Fernsehen. Ihr könnt mitmachen, ihr könnt anrufen. Ihr könnt übrigens auch schon eine Stunde vor der Sendung anrufen, dann sind die Leitungen geschaltet. Um 22.30 Uhr sind die Leitungen geschaltet und die Sendung geht um 23.30 Uhr, um 11:30 Uhr morgen hier im WDR-Fernsehen los. Ihr könnt euch mit Mathieu Carrière unterhalten, ihr könnt Fragen stellen, diskutieren, vielleicht über sein Engagement in Sachen Väterrechte. Er war ja vor ein paar Wochen, ist er ja 10 Tage ins Gefängnis gegangen, sehr medienwirksam, weil er für die Rechte von Vätern eingetreten ist und demonstrieren wollte damit. Aber ihr könnt ihn natürlich auch zu seiner Karriere fragen und was ihr wollt. Ihr könnt jetzt mailen und euch anmelden, schon für morgen, unter domian@wdr.de. Vergesst bitte nicht eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann auch zurückrufen können. Morgen, 23.30 Uhr, WDR Fernsehen. Hier ist Sascha. Sascha ist 23 Jahre alt. Hallo Sascha. Hallo. So, du bist da. Das freut mich. Ja. Um was geht's bei dir? Und zwar ist es so, ich hatte vor 4,5 Jahren einen schweren Arbeitsunfall. Mhm. Ich bin von einer 600 Kilo schweren Schallplatte erschlagen worden. Eine was für eine Platte? Eine Schallplatte. Ich habe eine Schallplatte verstanden. Nee, ja, so ähnlich. Eine Schallplatte. Ja, genau. Die war 3x4 Meter groß. Und die war über dir, oder was? Ja, die stand vor mir und ist dann umgefallen, weil sie nicht abgesichert war. Mhm. Und seitdem bin ich querschnittsgelähmt, auf der Brust. Wie ist es zu dem Unfall gekommen? Ja, das ist die Frage. Also das weiß keiner, weil es hat keiner gesehen, wie es passiert ist. Es ist nur, wie kann so ein Ding umkippen? Weil sie nicht gesichert war. Die anderen Platten waren alle gesichert. Mhm. Und diese eine war, das war die letzte von allen. Und vielleicht hätte ich selber aufpassen müssen, dass sie gesichert ist. Vielleicht hätte jemand anders aufpassen müssen. Ist das geklärt bis heute? Das wurde nie richtig geklärt, weil halt auch keiner gesehen hat. Ja. Das heißt, du hast keinen Schadenersatz, kein Schmerzensgeld bekommen? Also ich habe schon, da es ein Arbeitsunfall war, habe ich viel Geld bekommen. Mhm. Aber Schadensersatz in dem Richtung, wer schuld ist, nicht. Mhm. Das Ganze war vor 4,5 Jahren, du warst ein ganz, ganz junger Kerl noch. Ja, genau. Mhm. 19 war ich. Ja. Wie hast du diesen Unfall in Erinnerung? Ist diese Platte ganz auf dich gefallen? Oder? Ja, ich weiß noch alles, wie es passiert ist. Ich weiß, wie der Notarzt eingetroffen ist. Mhm. Also war ganz kurios, meine Arbeitskollegen, die standen neben mir und haben mich gefragt, was sollen wir machen? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, 112 anrufen, würde ich sagen. Also, wie weit ist die Platte auf dich raufgefallen? Bis oben an den Hals? Also, das hört ihr doch an, die ist auf mich draufgefallen und dann habe ich mit Schneidersitz da drunter gesessen. Mhm.
Und wenn die, wenn ich, sag ich mal, ein bisschen größer gewesen wäre, ich selber, dann wäre es ein Genickbruch gewesen. Mhm. Und so habe ich halt Glück gehabt, dass die Platte auf mich gefallen ist und mein Kopf, als ob ich nicken würde, nach vorne gegangen ist. Ach so. Und nicht nach hinten der Kopf. Ja. Also warst du eingeklemmt? Ja, genau. Und konntest aber noch sprechen? Ich konnte noch alles sprechen. Ich habe meinen Arbeitskollegen gesagt, was er machen soll. Wahnsinn. Hast du in dem Moment irrsinnige Schmerzen empfunden? Nein, gar nichts. Da ich war sofort gelähmt. Mhm. Der erste Gedanke war auch mein erst, der war absolut, ich werde nie wieder laufen können. Das war dein erster Gedanke? Ja. Weil so, und so schnell kam ja auch keiner dann. Und das Problem war dann, ich konnte nicht mehr richtig laut reden. Mhm. Haben denn die Arbeitskollegen dann nicht mit vereinter Kraft versucht, diese Platte von dir wegzuheben? Ja, nach 2-3 Minuten erst, nachdem wir es gemerkt haben, dass ich keine Antwort mehr gegeben habe. Ach so. Mhm. Weil ich konnte auch nur noch Hilfe, Hilfe ganz leise schreien, sodass es eigentlich keiner hören konnte. Ja. Bist du dann ohnmächtig geworden? Nein, dann kam der Notarzt. Infusionen bekommen, alles in den Krankenwagen rein, dann mit 20 km/h durch die Stadt, damit keine Erschütterungen auf die Wirbelsäule kommen. Aber währenddessen hast du schon gespürt, ich spüre nichts mehr unten. Das wusste ich sofort. Ich hatte meine Hände auf meinen Beinen und habe ich reingekniffen, da war sofort klar, die Beine sind taub. Und in der Tat, so direkt am Anfang war die Angst da, ich bin jetzt querschnittsgelähmt und bleibe das auch. Das war der erste Gedanke, ich werde nie laufen können. Wahnsinn. Wahnsinn. Man hat da, ich würde zu denken, in dem Moment geht alles in einem vor. Auch Hoffnung, dass es vielleicht dann irgendwie, dass man operiert werden kann oder irgend sowas. Die Hoffnung hatte ich vom ersten Tag an nicht. Bist du denn dann operiert worden noch? Ja, insgesamt 4-mal, weil 2-mal gefuscht wurde. Mhm. Da wurden falsche Schrauben in die Wirbelsäule eingesetzt. Die haben sich wieder gelöst, falsche Stangen und dann musste das ja rausgenommen werden rein. Mhm. Und dann habe ich insgesamt 2 Wochen Intensivstation gelegen. Mhm. 5,5 Monate Reha. Ach du lieber Gott. Jetzt ist die Sache so, dass du im Rollstuhl sitzt, wirklich klassisch querschnittsgelähmt bist. Ja. Das heißt, du bis zum Bauchnabel? Aber Brust. Brustwarzen ist das Letzte, was ich spüre. Ja. Mhm. Arme kannst du ganz normal bewegen. Wie bitte? Die Arme kannst du ganz normal bewegen. Die Arme ganz normal zum Glück, ja. Ja. Nun ist das ja ein ungeheurer Einschnitt oder eine Veränderung in dein Leben gewesen. Ja, sehr, weil man sich nie damit auseinandersetzen muss. Ja. Wie lange hast du gebraucht, du bist jetzt 23, bis du dich mit diesem Schicksal so arrangiert hast, sag ich mal? Also das, mir war von Anfang an klar, dass ich nicht mehr laufen kann. Mhm. Und dann hab ich das Beste draus gemacht. Also mir war klar, ich kann nicht mehr laufen und man muss das Beste draus machen. Also gab es nicht am Anfang so Phasen der tiefsten Verzweiflung, vielleicht auch Selbstmordgedanken? Ab und zu, ja, natürlich. Mhm. Wäre auch ein Wunder, wenn es nicht so wäre. Ja. Ja, du wirkst aber dennoch, finde ich, sehr, sehr so, ja, positiv und. Ja, ich habe von Anfang gesagt, man kann das Beste draus machen. Es gibt so viele Sachen heutzutage. Ich fahre Auto, ich gehe raus. Mhm. Das ist alles kein Problem halt. Ja. Was machst du heutzutage? Wie lebst du? Hast du einen anderen Job? Hast du umgeschult? Nein, ich schlafe jeden Tag bis 3 Uhr. Den ganzen Tag vom Computer. Fahre mit dem Auto rum und dann, das war's. Wie viel Problem ist, ich habe viele Freunde verloren dadurch. Mhm. Ich habe kaum noch Freunde. Also das hast du gemerkt, dass die Leute sich von dir abgewandt haben? Ja, ganz langsam. Am Anfang ging's noch. Also am Anfang waren eigentlich alle für mich da. Kommen alle ins Krankenhaus besuchen und so? Ja, genau. Mhm. Und wie viele sind übrig geblieben? Von ungefähr? 5, 6 Stück vielleicht, mit denen ich noch ab und zu Kontakt habe. Mhm. Gibt es einen Mensch oder einen Freund, von dem du sagst, alle Achtung, der ist ganz nah bei mir geblieben bis heute? Also ich hatte damals mit dem sehr wenig zu tun und durch den Rollstuhl bin ich mit dem sehr eng zusammengekommen. Mhm. Da zeigen sich wirklich die wahren Freunde, ne? Und die wahren Gefühle der Leute. Ja, sehr. Mhm. Hattest du damals eine Freundin? Nein. Ich hatte jemanden kennengelernt vorher. Die Person hatte ich aber noch nie gesehen vorher. Mhm. Und wir wollten uns treffen, eine Woche vor meinem Unfall, und da hatte sie keine Zeit. Und dann hatte sie bei mir angerufen und dann hatten halt meine Eltern ihr erzählt, dass ich einen Unfall hatte. Und dann hat sie mich im Krankenhaus besucht. Ja. Und dann sind wir zusammengekommen, ein Jahr, und das hat aber leider auch nur ein Jahr gehalten. Aber immerhin. Ja. Immerhin hat sie sich dann darauf eingelassen, was ja auch schon schön ist, eigentlich toll ist. Für mich war das schönste Jahr, was ich hatte in den 4 Jahren, wo ich im Rollstuhl sitze. Mhm. Kannst du Sexualität leben? Nein. Das geht nicht. Das ist eines der schlimmsten Themen von allen. Mhm. Ich lieber das machen, als laufen können. Mhm. Wenn ich eins von den beiden Sachen aussuchen könnte. Ehrlich, so würdest du sagen? Ja, weil viele Frauen da abgeneigt sind, wenn der Mann nicht mit der Frau schlafen kann. Mhm. Das heißt, du hast schon sexuelle Bedürfnisse? Ja, sehr viele. Im Kopf passiert alles? Ja, genau. Aber halt aufgrund der Lähmung bist du nicht in der Lage, einen Geschlechtsverkehr durchzuführen. Genau. Es kommt auch nicht zu einer Erektion? Nein. Und du spürst eben auch nichts? Genau. Mhm. Mhm.
Wie ist das denn gelaufen in dem Jahr, als du mit der Freundin zusammen warst? Wie habt ihr das geregelt? Also das war eine Fernbeziehung. Mhm. Und ja, wir haben uns alle 4 Wochen gesehen. Und ja, halt, ich sage immer, ich bin gut mit Hund, mit Hand und Zunge. Mhm. Und das hat auch gereicht am Anfang, mhm, auf jeden Fall. Mhm. Und dann hat sie, was ich später erfahren habe, halt auch andere Bedürfnisse gehabt. Mhm. Was dann auch ein Grund war, dass sie Schluss gemacht hat. Ach so, das wollte ich gerade fragen, ob das dann auch ein Grund war. Es war ein Grund. Das hat sie nie gesagt, aber da sie schon eine Woche später wieder einen neuen Freund hatte, war das schon sehr eindeutig. Mhm. Im Moment hast du keine Freundin? Nein, schon lange nicht. Hast du das Gefühl, dass das eben durch die Behinderung auch sehr schwierig ist? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, sehr schwer. Also ich habe im normalen Leben noch keine Frau kennengelernt, wieder seitdem. Mhm. Nur übers Internet halt viele. Ja. Und gehst du da mal gleich offen mit um, oder? Ich sage sofort, was los ist, natürlich. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich es mal verschwiegen habe. Ja. Und dann reagieren die Leute noch extremer darauf, als wenn ich sofort sage. Wenn man so lange, 4,5 Jahre, keine Sexualität mehr so gelebt hat wie früher, kann man sich überhaupt dann noch genau daran erinnern, wie das ist, einen Orgasmus zu haben zum Beispiel? Sehr schwer. Mhm. Sehr, sehr schwer, ja. Mhm. Lebst du alleine in einer Wohnung oder bei deinen Eltern? Ja, bei meinen Eltern. Ja. Jetzt sag mir nochmal, du hast gerade gesagt, du hängst den ganzen Tag rum und bis 3 Uhr schläfst du und Internet und so. Gibt es nicht die Möglichkeit, dass du irgendwie vielleicht durch Abendschule dich weiterqualifizierst? Und ich meine, du könntest im Rollstuhl ja 1000 Sachen machen. Ja, mittlerweile geht das natürlich. Willst Aber du? Der Wille war am Anfang nicht da. Ja. Und mittlerweile ist der Wille da, ja, das zu machen. Mhm. Nur jetzt habe ich das nächste Problem. Ich bin seit knapp 2 Jahren spielsüchtig. Oh. Was noch dazugekommen ist jetzt. Du gehst in Spielsalons, Spielhallen, oder? Ja, genau. Und setze da mein ganzes Geld eigentlich um. Und ich gehe mal davon aus, dass du nicht sehr viel Geld hast. Ich habe sehr viel Geld, doch. Du hast sehr viel Geld? Ja, das ist Glück im Unglück, dass das ein Arbeitsunfall war. Aufgrund der Auszahlung. Und da sitzen sehr starke Versicherungen hinter, sodass ich im Monat über 3000 Euro habe. Ach so. Und das ist viel Geld. Das für 23-Jährigen auf jeden Fall. Oh ja, oh ja. Aber das ist aber jetzt ganz schlimm, wenn du jetzt in so einen Sog reinkommst. Ja, das heißt, du verpasst dein Geld. Genau. Ich hoffe, dass du noch keine Schulden gemacht hast. Bei Familie ja, so noch nicht. Mhm. Also ich habe mein ganzes Sparbuch, alles was ich hatte, alles ist weg. Und jetzt ist halt das Problem, dass meine Versicherung das rausbekommen hat. Mhm. Und jetzt zwingen die mich zur Therapie. Ja, finde ich richtig. Ich hatte den eigenen Schweinehund vorher nicht überwunden, das zu machen. Ja, ja. Und jetzt muss ich das natürlich stationär, sonst bringt das gar nichts. Und das ist schon eingefädelt und geplant? Ja, ich habe da meine Termine jetzt demnächst, alles. Ja, mach es, Sascha, mach es. Ja, es ist schade um das schöne Geld. Ja, es ist schade, ja, es ist ja nicht nur das Geld, es ist ja wirklich eine Sucht. Ja, das ist eine Sucht. Am Anfang war Du machst dein Leben kaputt damit. Genau. Und der andere Weg, was wir gerade besprochen haben, finde ich viel besser, dass du versuchst dich... Was hast du denn für eine Ausbildung? Gar keine, das war ein drittes Lehrjahr zum Maurer. Ach so, genau. Also wenn du jetzt richtig nochmal startest, was hast du für einen Schulabschluss? Realschule. So, du könntest das Abitur nachmachen. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Du kannst vielleicht auch irgendwann, wenn du Bock hast, studieren. Oder irgendwann, ist ja egal was. Aber dass du da deine Befriedigung findest in einem Beruf, der dir Spaß macht. Ja, ich möchte sehr gerne arbeiten. Ich habe halt das Problem, egal was ich mache, ich fange es an und breche es ab. Ja, aber vielleicht wirst du jetzt auch noch mal trainiert, wenn du jetzt diese Therapie machst. Vielleicht hat das auch nochmal einen guten Schub für deine Selbstdisziplin. Ja, das hoffe ich sehr. Ja. Also, es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben, Sascha. Ich bedanke mich sehr. Du bist ein sehr netter Typ. Ja. Ich wünsche dir wirklich für die Therapie alles Gute. Ja, beiß die Zähne zusammen, zieh das durch. Das ist die Hölle, wenn du da noch weiter absagst. Ja, dann kommen die Schulden dann auf einen zu. Genau, ja. Und sieh zu, setz dir irgendwelche Perspektiven, wo du hin willst. Setz dir Ziele. Ja. Und dann, dass du irgendwann einen tollen Job hast, der dir Spaß macht. Auf jeden Fall. Alles Gute. Wunderbar, ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Das ist meine Nummer hier, meine heiße Nummer ins Studio. Oder meldet mir unter domian@wdr.de. Hinweis auf morgen, 23.30 Uhr, mein prominenter Gast Mathieu Carrière im WDR-Fernsehen um 11:30 Uhr. Und ihr könnt mitmachen. Eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet und ihr könnt anrufen und euch auch mit Mathieu Carrière unterhalten. Kai, 36 Jahre alt. Hallo Kai. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Es geht um Folgendes, es geht um Neonazismus, ist mein Thema. Mhm. Ich bin also sehr lange drin gewesen, bin jetzt seit 5 Jahren raus und ich muss sagen, ich war wenn das mal alles zusammenzählt, fast 20 Jahre dabei. 20 Jahre? Ja, wie bist du reingekommen? Durch meine Eltern. Das sind auch Neonazis?
Die sind auch mein, ich kenne meinen richtigen Vater nicht und meine Mutter hatte damals, ich war noch sehr klein, der ist gestorben und meine Mutter hat dann einen neuen Mann kennengelernt und der ist Neonazi. Es ist also so gewesen, er hatte sogar ein Bild von Adolf mit der schwarzen Schleife drum ins Schlafzimmer hängen. Heute noch? Ja, heute, so viel wie ich weiß, ja. Ich habe also jetzt seit etwas über 5 Jahren keinen Kontakt mehr mit denen. Das heißt, du bist quasi richtig reingewachsen? Ich bin richtig reingewachsen halt, ja, ganz genau. Neonazis, da gibt es ja viele Schattierungen. Was genau hast du gemacht? Wo warst du? Ich bin mit der Partei mit drin gewesen. In welcher Partei? In der NSDAP, die es eigentlich offiziell überhaupt nicht mehr gibt. Mhm. Die wird also nicht mehr, hier sage ich jetzt mal in Nordrhein-Westfalen, also sie ist ganz groß in Holland und Belgien, also im Untergrund. Mhm. Ich bin in Parteitage mit reingegangen, ich bin durch die Straßen gelaufen, habe Ausländer gejagt, richtig gejagt. Was heißt richtig gejagt? Auch geschlagen? Ja, richtig geschlagen, sogar versuchten Totschlag schon, ja. Also, warst du mal im Knast? Ja, 4,5 Jahre. 4,5 Jahre? 4,5 Jahre wegen versuchten Totschlag. Weißt du, wie schwer du einen Menschen mal verletzt hast? Ja, das weiß ich. Weil wie schwer hast du ihn verletzt? Ich habe ihn so verletzt, dass er also, sagen wir mal, am Sein und Fallen sein Leben hing. Ich habe ihn geschlagen, halt mit dem Baseballschläger drauf eingeschlagen und dadurch hat sich also seine Lunge, ist eine Rippe durch seine Lungenflügel durchgebohrt worden. Halt, ne? Und so viel wie ich noch weiß, also ist er heute noch also auch arbeitsunfähig halt und das nagt. Also das war ein Ausländer? Es war ein Ausländer, ja. Es ist damals ein Marokkaner gewesen, richtig halt. Ich habe so einen Hass in mir aufgebaut gekriegt durch meine Eltern halt, mit hauptsächlich durch meinen Vater, der mich mit da eingeführt hat. Und ich habe dann mal versucht auszusteigen, hat aber nicht geklappt. Lass mich mal noch fragen, als du dabei warst, ja. Was war so dein Traum oder euer Ziel? Wieder die Errichtung eines Nazi-Regimes in Deutschland? Eines Nazi-Regimes in Deutschland, richtig. Eine weiße Rasse. Ausländer überhaupt keine Chance. Das ist so traurig, wie das jetzt klingt. Adolf Hitler war der Held? Adolf Hitler, nee, für mich war damals Goebbels der Held. Goebbels Held. Weil der gut reden konnte. Wie habt ihr oder wie hast du damals all das Leid gesehen, was durch die Nazis verursacht worden ist? Ganz ehrlich? Ja, ich frage dich, natürlich will ich eine ehrliche Antwort. Ja, also die ehrliche Antwort ist, ich fand's gut. Also, wie gesagt, also ich fand's gut damals, sage ich jetzt mal. Damals, wir reden von früher jetzt, ne? Wir reden von früher jetzt. Du fandst gut, dass die Juden ermordet worden sind? Fand ich gut, richtig. Fandst du auch gut, dass das Nazi-Regime Deutschland in den Untergang getrieben hat und ebenso viele deutsche Menschen auch gestorben sind? Nein, das fand ich nicht gut, weil ich sag mal so, also mir ist damals so eingeprägt worden, also Hitler so war sehr gut, also ich meine, ich hasse den Mann heute, also ich will mit dem ganzen Mist nichts mehr zu tun haben, aber das Problem damals ist gewesen, wenn du das von Kindheit auf eingepläust kriegst. Ist klar, ja. Ja, ja, und dass so viele Deutsche gestorben ist, dann hat man halt die Haft halt auf die Ausländer, das waren ja die Ausländer an Schuld halt. Ne? Wie hat man dir erklärt oder wie war dir damals klar, was ich bis heute nicht verstehe, wie dieser Hass auf die Juden erklärt ist? Was war schlimm, wenn jemand jüdischen Glaubens war? Dass der jüdische Glauben war, weil die Juden damals, so wie ich es gelernt habe, immer Geld hatten. Also sie haben, das war eine Gemeinschaft, die zusammengehalten hat, so ist es mir erklärt worden damals. Und die wollten Deutschland vernichten. Also die ganzen Juden wollten Deutschland damit übernehmen, so bin ich reingekommen. So war die Nazi-Propaganda. So war die Nazi-Propaganda. So, jetzt bist du so gehirngewaschen aufgewachsen. Warst in so einem heftigen Umfeld, hast selbst schlimme Straftaten begangen, fast einen Menschen umgebracht. Ja. Wie bist du dann rausgekommen? Wie ist die, nicht nur wie du rausgekommen bist, sondern wie hat sich der Schalter bei dir umgelegt? Der Schalter hat sich eigentlich umgelegt, das ist vor 5 Jahren gewesen. Also ich bin auch komplett aus der anderen Stadt weggezogen. Mhm. Ich habe also 2 kosmetische Operationen hinter mir. Ich habe mein Aussehen komplett, der Schalter hat sich eigentlich umgelegt. Stopp, ihr was weitererzählen. Du hast die kosmetischen Operationen gemacht, damit man dich nicht erkennt. Damit man zum Teil nicht mehr erkennt. Damit die Szene nicht irgendwelche Racheaktionen an dir ausüben kann. Ja, und richtig, ganz genau. Okay, aber mich interessiert jetzt erstmal was hat sich geistig getan? Was ist da passiert, dass du eine Einsicht bekommen hast? Die Einsicht ist eigentlich gekommen, ich habe vor 5,5 Jahren einen Blinddarmdurchbruch gehabt, habe eine Not-OP damals im Krankenhaus bekommen und wo ich wieder wach geworden bin, ich habe auf einem Zweibettzimmer gelegt, lag neben mir ein türkischer Mann. So, und das fand ich am Anfang überhaupt nicht gut. Ich wollte mich aus dem Zimmer verlegen lassen, ging aber nicht, weil das Krankenhaus damals voll war. Und dann ist die Tochter von dem reingekommen und dann hat es bei mir Klick gemacht und ich habe mich tierisch verknallt. Und ich bin mit der Frau heute verheiratet. Das ist ja eine tolle Geschichte. Das ist also wirklich, ich habe jetzt eine 2,5-jährige Tochter. Das ist ja wirklich eine tolle Geschichte. Ja, richtig. Ja, da hat der Schalter fast dick gemacht. Aber da hat die Liebe all den ganzen Dreck weggewischt. Ne? Ich wollte vorher schon aussteigen, weil es mir zu viel geworden ist. Ich weiß nicht, ob der Lanzer was sagt.
Ja, ja, natürlich. Richtig. Ja, ja. Und mit denen bin ich damals auch umgezogen halt. Mhm. Ich war auch mit denen, weil es gibt ja verschiedene Sachen, verschiedene Gruppierungen da. Mhm. Und ich wollte damals schon, es wurde mir eigentlich irgendwie alles zu viel. So ein bisschen ist es auch im Knast schon gekommen halt. Ne? Ich wollte sagen, das heißt, es gab dann doch schon eine Vorentwicklung. Das Mädel war nicht Hauptausschlag. Das Mädel war vielleicht der I-Punkt auf alles drauf noch. Richtig, ganz genau. Aber vorher, wie kam es vorher dazu, dass du kritisch wurdest, dass du nachdenklich wurdest? Dass man an Kindern dran gegangen ist. Bitte? Dass man an Kindern dran gegangen ist. An ausländische Kinder, weil das ist ja die, was uns damals rein, das ist die Brut von morgen, hört sich jetzt hart an, es ist die Brut von morgen, die können also, es werden neue Ausländer gezeugt halt, also muss halt die Wurzel gepackt werden halt. Und dann ist eine Hetzjagd damals gewesen, also ungefähr vor knapp 6 Jahren ist eine Hetzjagd eine große gewesen. Ja. Und dann sind wir halt an Jugendlichen dran gegangen, 13, 14 Jahre und so was halt. Und dann hat das irgendwo langsam mal Klick gemacht, irgendwo, aber im Unterbewusstsein. Hast du damals in der Zeit, als es so anfing, so ein bisschen Klick zu machen, gab es irgendeinen Menschen, einen Freund, mit dem du ein bisschen drüber gesprochen hast? Oder hast du das ganz für dich alleine ausgemacht? Ich habe einen sehr guten Freund gehabt, der damals ausgestiegen ist. Ah so. Ja, ja, und mit dem habe ich mich dann zusammengesetzt. Und also von dem gab es auch vielleicht schon so erste Anhaltspunkte, hier stimmt was nicht. Ja, hier stimmt was nicht, ganz genau. Mhm. So, und dann hat es irgendwann Klick gemacht, aber es ist nicht einfach aus dieser, wenn du so lange drin bist, bei dir haben ja auch schon mal welche angerufen, habe ich gehört, die waren dann 3, 4 Jahre drin. Aber wenn du von Geburt aus, sage ich jetzt, also fast von Geburt auf, damit drauf aufwächst, halt, das ist sehr schwer. Hast du es dann von heute auf morgen gemacht? Nein, also von heute auf morgen ging das nicht. Es war also fast von heute auf morgen. Ich habe eine Nacht-und-Nebel-Aktion gemacht. Ich habe diese Frau kennengelernt, habe ihr aber erstmal verschwiegen, was ich überhaupt mache, klar, und bin halt zu ihr dann gezogen. Mhm. Aber später hast du sie erzählt? Ich habe sie erzählt. Sie weiß alles heute? Sie weiß alles heute. Also wie gesagt, sie ist Türkin halt, also ist in Deutschland geboren. Wie lange hat das denn gedauert, bis du dich dann wirklich rausgezogen hast aus der Szene? Oder hast du eine Weile Theater gespielt bei denen? Hast du getan, als wärst du dabei, aber im Prinzip warst du schon weg? Ja, ich habe Theater zum Teil gespielt. Mhm. Und dann ist es rausgekommen, weil einer seinen Mund nicht halten konnte. Ah, ja. Und dann bin ich halt in der Wohnung überfallen worden, bin sehr schwer verletzt worden. Ich habe einen Schädelbasisbruch dadurch erlitten. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt packst du deine Koffer. Entweder nimmst du jetzt die Wurzel dran, du musst entweder hier raus oder du wirst weiter in den Sumpf drin bleiben. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Dann hast du eine kosmetische, quasi eine Schönheitsoperation in dem Sinne an dir durchführen, dass du anders aussiehst als vorher. Richtig. Und das ist auch die Idee gewesen von meinem Schwiegervater halt. Mach das. Und Steht auch die ganze Familie, die ganze türkische Familie steht heute voll hinter mir und ich fühle mich sauwohl. Und bist in eine andere Stadt gezogen, andere Gegend? Komplett. 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 Was denkst du heute über diese Leute, wenn du die im Fernsehen siehst? Ja. Was denkst du über die? Wow, das ist schwer. Also ich möchte am liebsten einen Baseballschläger nehmen und heute selber auf die draufschlagen. Ja, nun wollen wir nicht auch umgekehrt sowas anfangen. Ja. Also das ist genauso bescheuert, wie als wenn der Nazi den Ausländer schlägt. So darf man auch nicht da auf die Leute einprügeln. Das ist richtig. Ne? Andrea Thör hatte mich ja gerade nochmal da, bevor das war nochmal drauf angesprochen, wegen einem Verbot. Also ich glaube nicht, dass ein Verbot was bringt. Das wäre jetzt die Frage. Wir haben gerade den Zwischenfall im Landtag in Sachsen erlebt. Die Frage Verbot NPD, ja, nein. Siehst du die NPD genauso gefährlich wie die Gruppierung, in der du warst? Nicht ganz. Also ich würde nicht sagen, dass die NPD nicht gefährlich ist. Also das nicht. Aber in der Gruppierung, wo ich war, läuft das ein bisschen, das ist einfach nur Propaganda, was die machen. Die richtige Gruppierung läuft im Untergrund ab. Mhm. Und auch wenn die NPD jetzt verboten würde, dass die aus dem Landtag wieder rauskommen würden, es würde nicht viel bringen, weil die Neonazi-Szene ist mittlerweile also so stark geworden im Untergrund, das kann man sich nicht vorstellen. Hast du Sorge? Ich will das gleich aufgreifen. Also sie ist stärker geworden in den letzten Jahren. Richtig, ja. Hast du Sorge, dass sie irgendwann so stark wird, dass wir uns politisch wirklich alle Sorgen machen müssen? Also sowas nicht. Ich miterlebt habe im Untergrund, ja, also zum Teil. Also es ist nicht mehr so, dass die einfach nur durch die Straßen ziehen und ihre Parolen schreien oder wenn, wie gesagt, Demonstrationen sind. Also es ist also schon ziemlich heftig. Ich meine, du hast ja einen ganz guten Einblick gehabt. Ja. Gibt es Intelligenz dort? Mittlerweile, man hat ja immer nur den Eindruck, dass das eine recht tumpe Szene ist. Nein. Bündelt sich da Intelligenz auch heimlich? Ja, es bündelt sich, weil es sind ja nicht nur einfach nur diese, sag ich jetzt mal, die Gruppierung, die ich drin war, sondern es sind auch Ruhetiere drin. Also ich würde sagen, ich habe Richter kennengelernt, ich habe Anwälte kennengelernt, ich habe sogar Staatsanwälte kennengelernt, Polizisten kennengelernt. Echt? Also man sollte es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Hast du Aussagen irgendwann gemacht, quasi als Kronzeuge, dass du gesagt hast, der ist Nein. auch dabei? Nein. Warum Nein. nicht? Nein, da ist die Angst eigentlich zu groß, halt, weil die haben überall ihre Leute drin. Das ist dieses Problem halt. Und deswegen habe ich diese Operation.
Operation machen lassen. Mhm. Also wenn ich heute immer meine Bilder vom Frühjahr sehe und heute sehe, man erkennt mich nicht. Mhm. Also für dich ist das ein schlimmes Kapitel deines Lebens. Das ist ein schlimmes Kapitel. Aber das ist jetzt abgeschlossen und du bist froh, dass es vorbei ist und möchtest eigentlich auch damit nichts mehr zu tun haben. Zu tun haben nicht. Ich bin auch heute noch in psychologischer Behandlung. Ja. Weil das braucht man, wenn man so lange weg ist, weil man muss immer wieder gucken, man hat Angst. Also ab und zu habe ich heute auch noch Angst, dass man vielleicht erkannt wird. So, jetzt will ich dich fragen. Du bist jemand, der nur wirklich, wirklich alles mitgemacht hat und ein Fachmann, ein Insider ist. Wenn uns jetzt Leute zugehört haben aus der Nazi-Szene, die auch wanken, die innerlich Bedenken haben, die vielleicht raus wollen, was würdest du denen empfehlen? Wie macht man es am besten? Es kommt immer darauf an, wie viel man drin ist halt. Also ich würde empfehlen, also so wie ich es gemacht habe, einfach den Schritt zu gehen, den Mund zu halten, nicht mit irgendeinem Kameraden, wie es halt so früher hieß, darüber zu reden, sondern wenn man also längere Zeit drin ist und sie möchten gerne raus, weil denen das nicht mehr fällt, so schwer wie es ist, einfach die Koffer packen, gehen und irgendwo eine ganz neue Identität aufpacken. Mhm. Also Leute, die so 2 Jahre vielleicht drin sind oder mal so Mitläufer halt sind, da ist es nicht ganz so schlimm, aber es gibt ja auch welche, die sind dann 5 Jahre, 6 Jahre, sie sollten es machen, aber ohne Hilfe schafft man nicht. Mhm. Also man sollte sich also wirklich halt, ich gehe auch ab und zu, muss dazu sagen, ich habe früher nie geglaubt oder so, also ich bin nie mit Kirche, habe ich überhaupt nichts zu tun gehabt. So, und ich habe sogar mit Pfarrern darüber gesprochen. Es gibt genug Hilfe. Wenn man wirklich will, gibt es sie. Ja. Eine Frage noch, eine Schlussfrage. Ja. Gibt es im Untergrund so eine in Anführungszeichen Führerpersönlichkeit, jemanden, der das auf den sich alles konzentriert? Du meinst jetzt so einen Obersten, wo alle Also den ganz obersten eigentlich nicht. Es setzt sich auf mehreren, also hohen Tieren zusammen. Wie gesagt, also wir waren kleine Sachen und dann geht das dann hoch von der Anwälte, die dann einen den Rücken frei halten, wenn was passiert ist, die verteidigen. Aber dass es jetzt wirklich so einen ganz obersten gibt, den sie alle anbeten oder sowas, nein, das gibt es nicht halt. So Kai, ich gratuliere dir sehr für all das, was du geschafft hast und dass du den Dreh bekommen hast. Ich wünsche dir für dein neues Leben und auch deiner neuen Familie, in die du jetzt da hineingeheiratet oder seid ihr verheiratet schon? Wir sind verheiratet. Ja, die du geheiratet bist. Alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Und schönen Gruß an deine Frau. Alles klar. Mann. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Martin ist hier. Martin ist 20. Hallo Martin. Hallo. Hallo. Was ist dein Thema, Martin? Und zwar wurde ich damals mal längere Zeit sexuell missbraucht von unserem Nachbarn. Ja, wie alt warst du da? Zwischen von 13 bis 15. Von eurem Nachbarn? Ja. Wie oft ist das damals passiert? Ist das regelmäßig passiert? Das ist sehr oft passiert. Ja, also fast regelmäßig. Hat dieser Mann dich vergewaltigt? So könnte man es in gewissen Punkten auch nennen. Hast du damals mit irgendjemandem mal drüber gesprochen? Viele Zeit später mit meiner Cousine zum ersten Mal. Aber während dieser Zeit, während du, also zwischen 13 und 15, hat es niemand gewusst? Nein. Hat er dir gedroht, dass er irgendetwas Schlimmes macht, wenn du etwas sagst? Er hatte damals, hat er gesagt gehabt, dass er Fotos von mir hat, wo ich drauf rauche und so weiter und dass er die in den Briefkasten steckt, dass meine Eltern sehen und so. Und damit hat er mich auch erpresst zum Teil. Bitte? Damit hat er mich auch erpresst sozusagen. Erpresst, ja. Und eingeschüchtert. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast es dann später deine Cousine erzählt. Wie alt warst du da? 16. Wie hat die darauf reagiert? Naja, nicht so gut. Also hat die dir denn geglaubt? Ja. Ich meine, das ist ja schon eine große Überwindung, wenn man das dann so erzählt. Und da muss man ja schon ein Vertrauensverhältnis zu jemandem haben. Hattest du das zu deiner Cousine? Ja, das habe ich. Nun bist du heute 20 Jahre alt. Hast du diesen Mann angezeigt? Nee, habe ich nicht. Wer weiß das denn heute außer der Cousine noch? 4 Kumpels von mir. Einer davon sitzt neben mir. Ah ja. Und das heißt, deinen Eltern hast du es nie erzählt? Nein. Warum nicht? Ich habe mich nie getraut sozusagen. Lass mich nochmal zurückkommen auf die Frage der Anzeige. Der Mann, siehst du diesen Mann ab und zu noch? Nee, wir sind jetzt auch
2 Jahren weggezogen aus der Stadt. Mhm. Wäre das für dich eine Überlegung, das noch zu tun, den anzuzeigen? Ich meine, er hat ja sehr Schlimmes zu Leide getan. Eine Überlegung wäre es. Mhm. Du bist bloß nur mal dir eine genaue Adresse, da damals vor meiner Konfirmation weggezogen ist. Mhm. Also in der anderen Straße, in derselben Stadt. Mhm. Hättest du Angst davor, vor so einer Anzeige? Weil dann müsste ja alles nochmal aufgerollt werden, man muss alles nochmal erzählen. Und ja, Angst so gesehen nie. Dann müsste bestraft werden dafür. Mhm. Da ich denke mal nicht der Einzige war. Mhm. Und vielleicht immer noch, vielleicht auch Straftaten passieren, man weiß es ja nicht. Ja, und hat auch kein glückliches Elternhaus. Der Vater war gestorben damals, wo er klein war, und die Mutter war auch nie so. Und so wie er rumgerannt ist von der Kleidung her und vom Geld her, haben sie auch nie so viel gehabt. Mhm. Während dieses Missbrauchs, wenn er mit dir dann was gemacht hat, hat er dich währenddessen auch bedroht, dass er gesagt hat, dass er dir, weiß ich jetzt, den Mund zugehalten hat, wenn du vielleicht geweint hast oder geschrien hättest? Ja, hat er auch. Mhm. Also du hast schlimme, üble Sachen machen müssen an dem Mann und er hat es an dir auch getan. Ja. Mhm. Und wir waren noch öfters in seinem Keller drin und er hat den Keller von innen, von außen abgeschlossen, sodass niemand was mitkriegen konnte. Mhm. Wenn das dann vorbei war, wenn du es hast ertragen müssen, was hast du dann immer direkt danach gemacht? Ich bin dann hoch in die Wohnung und hab dann nichts weiter gemacht. Mhm. Und deiner Mutter ist das nicht aufgefallen, dass da mit dem Jungen irgendwas nicht stimmt, der ist so komisch, der ist ruhig? Da ist nichts aufgefallen. Machst du ihr das heute so ein bisschen zum Vorwurf? Nach dem Motto, ihr hättet das doch merken müssen? Nee, mache ich nicht zum Vorwurf. Mhm. Dass ich eigentlich auch nie Anzeichen dazu gemacht hatte. Ach so, weil du dich ja sehr gut verstellt hast, eben aus Angst und vor Sorge, dass er irgendetwas macht. Ja. Wie alt ist der Mann eigentlich? Damals war 18 bis 20 ungefähr. Ach so, so jung noch? Ja. Mhm. Also ist ja gar nicht viel älter als du, also nur unbedeutend älter. Ja, du müsstest jetzt vielleicht wohl dann zu sein, fast 30 studiert. Ja, also ja. Mhm. Was empfindest du für den, wenn du an den denkst? Nie so gut. Ich denke, mir kommt alles so und ich weiß nie, wie ich damit umgehen soll und habe mich auch, glaube ich, in einen Kumpel verliebt und wollte schon oftmals mit ihm drüber sprechen, aber ich wusste nie, wie ich anfangen sollte, habe auch Angst davor, vor seiner Reaktion und so. Das vertiefen wir gleich. Meine Frage war gewesen, was du für diesen Täter empfindest, wenn du daran zurückdenkst oder wenn du überhaupt an ihn denkst. So gesehen will ich überhaupt nur an ihn denken, weil ich will nicht, dass mir wieder alles hochkommt. Mhm. Ist ein Hassgefühl? Auch, ja. Mhm. So, jetzt hast du gerade was gesagt, das habe ich nicht richtig verstanden. Du hast dich in einen Kumpel verliebt? Ist wahrscheinlich, ja. Ja? Also du bist schwul? Zum Teil. Ich habe mich auch in einige Mädels verliebt. Ich hatte auch in den letzten Jahren 10 Freundinnen. Und, mhm. Ja. Hast du das Gefühl, dass deine Sexualität irgendwie durch all das, was passiert ist, auch gestört ist, dass du vielleicht nicht so viel Spaß hast, wie du das denkst, was normal ist? So gestört in dem Sinne eigentlich nie. Ja, also das funktioniert schon so noch wie, weil du bist damit zufrieden. Ja. Mhm. Hast du, ich gehe mal davon aus, ich vermute das, so wie du so erzählst, dass du auch noch nie beim Psychologen warst, ne? Nee, habe ich auch nicht. Wärst du dazu bereit? Ich wäre dazu bereit. Ja. Also ich muss ja sagen, Martin, ich fände das sehr richtig, wenn du es machen würdest. Ich glaube, dass man, wenn man so etwas erlebt hat, so viele Verletzungen in der Seele hinter sich hat und ertragen müssen, dass man da eigentlich nur mit Hilfe von außen einigermaßen rauskommt. Ja, ich renne schon 4 Jahre damit rum und ich weiß nicht, wie ich umgehen soll, auch mit meinem Kumpel. Ich wollte schon so oft drüber mit ihm sprechen. Also es gibt jetzt aktuell einen Mann, in den du dich eventuell verliebt hast und du aber nicht weißt, ob du dem das sagen sollst. Ja. Mhm.
Das ist aber jetzt nicht der, der neben dir sitzt, sonst wirst du das ja. Nee, das ist nicht. Mhm. Ich finde, dass du dem das auch sagen solltest. Wenn da Gefühle im Spiel sind von beiden Seiten, ist das, glaube ich, sehr wichtig, dass man das sagt. Und es ist auch keine Schande, wenn du das gestehst. Die Schande liegt bei dem Täter, nicht bei dir. Ja, aber ob von ihm aus Gefühle da sind, das weiß ich nicht. Mhm. Gut, das ist jetzt so eine andere Thematik, ob er dich auch mag oder nicht. Ne? Das ist, aber auch da muss man dann, irgendwann muss man dann mal sagen und fragen, wie sieht es bei dir aus? Ich empfinde so und so, um klar zu wissen, woran man ist. Ja, mögen tun wir uns schon. Und da hören die, dass mir was passiert mit dem Auto, auch bei dem Wetter. Und Pass auf, Martin, ich möchte, dass du jetzt mit meiner Psychologin sprichst. Weil ich es sehr, sehr, sehr gut fände, wenn du in eine psychologische Behandlung gehen würdest, um das alles zu verarbeiten und aufzuarbeiten, was da geschehen ist. Dann kann man in dieser Behandlung auch entscheiden, das heißt, ihr könnt das entscheiden, du und dein Therapeut, ob noch juristische Schritte eingeleitet werden gegen diesen Mann, was ich eigentlich auch gut fände. Aber das musst du dann für dich entscheiden, ob du das möchtest. Ja. Jetzt legst du bitte auf und die Magdalena, das ist meine Psychologin, die ruft dich gleich zurück, okay? Mhm. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke. Auf Wiederhören, tschüss. Hier ist Sonja. Sonja ist 29 Jahre. Hallo Sonja. Ja, hallo Domian. Hallo Sonja. Weswegen hast du angerufen? Und zwar geht es bei mir darum, dass bei mir die letzten 5 Monate ziemlich alles auf einer Lüge aufgebaut ist, was meine Familie angeht, was mein Ex-Freund angeht. Ich bin ungewollt schwanger geworden und das heißt, ich habe es im 7. Monat erst erfahren, dass ich überhaupt schwanger bin. Mhm. Ich habe ganz normal... Stopp! Du hast im 7. Monat erst gespürt, dass du schwanger bist? Ja, ich bin eigentlich wegen der Blasenschwäche zum Arzt gegangen, weil ich ständig auf Toilette musste. Mhm. Und der sagte dann, ja, herzlichen Glückwunsch, wir sind in der 24. Schwangerschaftswoche. Wahnsinn. Wahnsinn. Das war genau so, habe ich auch gehört. Kann nicht wahr sein. Ist mir als Mann auch immer unbegreiflich, dass ich habe das schon einige Male gehört, dass Frauen das nicht merken, wenn sie schwanger sind. Also auch wenn sie schon so weit fortgeschritten schwanger sind. Ja. Ich habe mal mit einer Frau gesprochen, die hat es bis zum 9. Monat nicht gemerkt, dass sie schwanger ist. Also ich bin froh, dass ich es zwar gemerkt habe, auch wenn es so spät ist, aber... Mhm. Erzähl mal weiter. Und ja, dann war ich mit meinem Freund halt in der Zeit noch zusammen, habe mich eigentlich in dem Moment ziemlich schockiert gefühlt, aber danach doch irgendwie dieses Glücklichsein gehabt. Ich war einfach nur glücklich, habe ihm was erzählt und der sagte, nein, kommt nicht in Frage. Mhm. War total dagegen und hat alles dafür getan, um dieses Kind nicht zu bekommen. Hast du es bekommen? Ich habe es bekommen, er weiß es nicht. Er denkt, es ist eine Totgeburt gewesen. Weil er dieses Kind ansonsten, ich weiß nicht, das, was er mir alles gesagt hat, was er mir angedroht hat, es hat mir einfach nur Angst gemacht. Und ich gehöre dem Islam an, das kommt auch noch dazu. Mhm. Ich bin in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen, habe meiner Familie ein Einfluss, dass ich eine andere Arbeitsstelle gekriegt habe im Ausland, war dann 3 Monate, sobald ich das erfahren habe, dann von zu Hause weg. Zur Entbindung, habe mich dann auch von meinem Freund getrennt. Hast du das Kind im Ausland bekommen? Nein, ich habe es noch in Deutschland bekommen. Also ich habe meiner Familie und meinen Freunden gesagt, dass ich im Ausland bin. Ja. Ja, aber wir beiden in Deutschland. Ach so, verstehe. Ja, ja. Wo ist das Kind jetzt? Seiner Familie, soweit ich weiß, seiner sehr lieben Familie, die selber keine Kinder kriegen könnten, hat man mir gesagt. Ist das offiziell zur Adoption freigegeben worden oder ist das irgendwie so gemangelt worden, das Ganze? Nee, es ist offiziell freigegeben worden. Also ich habe anonym entbunden zwar, aber die Sozialarbeiterin dieser Klinik hat sich dann darum gekümmert, dass das Kind in einer Familie selbst bekommt. Und mein Wunsch war halt, dass es eine Familie sein soll, die selber keine Kinder kriegen können. Hast du das Kind mal gesehen? Nein. Ich habe ein Foto bekommen nach der Entbindung sofort, weil es wurde alles per Kaiserschnitt gemacht, sodass ich dieses Kind nicht sehe, es nicht höre. Gar nicht, das war auch mein Wunsch. Die Hebamme, das war auch eine ganz liebe, die hat mir dann ein Foto gemacht, das ich bis heute in einem weißen Umschlag habe und das mir noch nicht angeguckt habe. Also, jetzt sag mir mal, in diese heimliche Entbindung, wer war da eingeweiht? Da war meine beste Freundin, also die Alexandra war dabei, wusste davon, die hat mich auch die ganze Zeit unterstützt.
Die Hebamme und die Ärztin. Und die Eltern? Die Eltern nicht, ne? Meine eigenen? Nein, um Gottes Willen. Die wissen das nicht. Jetzt hast du gerade unser Gespräch angefangen. Ich lebe seit 5 Monaten in einer Lüge. Ja. Ist das Kind vor 5 Monaten geboren? Nee, das Kind ist erst im Dezember, Anfang Dezember, hat es auf die Welt gebracht. Mhm. Es hat ja alles schon davor angefangen, wo ich es erfahren habe. Also ich verstehe jetzt, dass du wusstest, ich bin schwanger. Das sind so, genau. Da fängt die Zeit des Lügens an. Genau, genau. Mhm. Und der Typ, der dir so Übles angedroht hat, der Vater des Kindes, mit dem bist du überhaupt nicht mehr zusammen? Nee, um Gottes Willen, nein. Mhm. Und ich, also nach dieser Zeit, ich habe ihn auch nicht mehr gesehen und ich möchte ihn auch gar nicht mehr sehen, weil es war einfach... Wenn du jetzt, wie geht es dir jetzt damit, dass du dein eigenes Kind hast weggegeben? Es ist ein Albtraum. Es ist ein Albtraum, vor allem wenn ich jetzt momentan, das ist 1,5 Monate ungefähr alt und in dem Alter, sei es im Fernsehen, sei es irgendwie bei den Nachbarskindern, irgendwelche Kinder sehe, ständig drin zu denken, ey, deins wäre jetzt auch so alt oder du hättest deins jetzt bei dir haben können. Und was eigentlich nur zu feige dazu zu stehen gegenüber deinen Eltern und gegenüber deinem Freundeskreis. Ja. Und dann hast du, das finde ich ja wahnsinnig, hast du diesen weißen Umschlag, wo es fotografiert worden ist, als gerade frisch geboren ist und du hast noch nicht reingeguckt. Nein, ich bin, glaube ich, einfach noch nicht so weit, es mir einfach anzugucken und zu sagen, das ist mein Sohn, das hätte jetzt bei mir sein können. Sonja, es ist jetzt alles so schlimm gekommen aus Angst vor dem Ex und aus Angst vor der Familie. Genau. Weil das eine Schande gewesen wäre, wenn du schwanger geworden wärst. War der Freund auch Moslem? Ja, er auch. Und warum wäre das dann eine Schande gewesen? Weil ihr nicht verheiratet wart, oder genau, was? Genau. Mhm. Und ja. Wie schätzt du das denn ein, wenn deine Eltern das dann doch gewusst hätten? Hätten die dich verstoßen? Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Auch die Mama. Auch die Mama, ja. Mhm. Also da, ich sag mal, meine Eltern sind schon gegenüber anderen Familien sehr locker, aber was dann halt die Ehre angeht der Familie, gibt es kein Pardon, nee, auf keinen Fall. Und was für eine schreckliche Geschichte. Ja. Und was für eine schreckliche Sitte. Ja, und ich komme damit einfach nicht klar, irgendwie zu wissen, du hast dein Baby da irgendwo bei einer fremden Familie und es, soweit ich weiß, also die Sozialarbeiterin, ich habe immer noch Kontakt mit ihr, sie sagt mir zwar, wie es dem Kleinen geht und alles. Und, aber ich kann dich schon gut verstehen, selbst wenn du erfährst, es geht, ist es ein Mädchen oder ein Junge, weißt du das? Es ist ein kleiner Junge. Es geht dem Jungen gut, ist das zwar schon beruhigend, aber es mindert deinen Schmerz ja nicht. Nee, um Gottes Willen, es geht auch gerade nachts, wenn man alleine ist und nicht schlafen kann, ständig diese Bilder vor sich haben, tot zu keine Ahnung, man kann es einfach nicht beschreiben. Was für ein Wahnsinn. Wenn deine Eltern zu dir gestanden hätten, hätte alles gut laufen können. Ja, dann hättest du den Ex in den Wind gepfiffen, dann ohne den hättest du es geschafft, mit deinen Eltern zusammen sowieso. Ja. Und alles wäre gut gewesen. Nur weil irgendwelche altmodischen, vermurksten Moralvorstellungen da herrschen, wird so viel Leid angerichtet bei den Menschen. Aber auch, wenn ich das Kind behalten hätte, bei meiner Familie geblieben wäre, laut meinem Ex, hat er mir auch angedroht, wenn ich das Kind behalten würde, er würde mir mein Leben zur Hölle machen, er würde alles dafür tun, um mich so gesagt zu vernichten, ja, und er würde mir das nicht gönnen und wie könnte ich ihm sein Leben in diesem Alter, er ist 26, jetzt schon ruinieren und ich hätte ja nicht das Recht dazu, sagt er. Aber er hat ja das Recht dazu, mit dir zu schlafen und trägt die Verantwortung genauso wie du auch, dass du schwanger geworden bist. Ja. Wenn du jetzt so was Schlimmes erlebt hast, ziehst du deine ganze Kultur, in der du lebst, in Frage? Denkst du, dass du da irgendwie raus willst und dass du vielleicht nicht nochmal in so eine Situation kommen möchtest? Ja, doch schon. Also ich sag mal so, wenn ich als Christin geboren wäre oder aufgewachsen wäre, dann wäre das alles ganz anders. Und ich frage mich, warum? Einfach warum? Warum mir meine Religion sowas verbieten tut, obwohl es ganz anders sein könnte. Mhm. Wobei ich dir sagen muss, leider, es gibt auch bei Christen so Fanatiker. Ja. Das ist nicht die Masse, Gott sei Dank. Die Masse weiß Gott nicht, nein. Aber es gibt halt auch fanatische Kreise doch. Ja, und bei uns ist es halt egal, bei wem es wird bei jeder anderen Frau genauso ablaufen. Sogar schlimm, wenn du sagst, die Eltern sind schon eher Liberale.
Und, ja. Und trotzdem passiert es dann so. Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal so, ich habe ja in dieser Zeit auch so viel durchgemacht, sei es in der psychiatrischen Klinik gelandet, sei es in einer Ambulanztherapie, alles durchgemacht. Ja. Und einfach dieses Gewissen, der Ex-Mann, der gibt es zwar für mich nicht mehr, aber irgendwo denke ich mir, er hat ja auch das Recht zu erfahren, dieses Kind gibt es. Mhm. Ja. Ja, aber sag's am besten nicht. Nachher spürt er noch der Familie auf und tut dem Kind irgendwas an. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist deine Verzweiflung jetzt so groß oder deine Enttäuschung so groß, dass du sogar überlegst, deine Religion zu verlassen? Ich sag mal so, verlassen würde ich sie nicht, nein, aber ich habe sehr wenig damit zu tun. Ich passe mich dem nicht an. Mhm. Ich lebe meine eigene Religion, sag ich mal so. Ich nehme mir aus allem was raus. Mhm. Das finde ich auch gut so. Und ich habe mir früher sehr viel vorschreiben lassen, ja, was das heißt, in der Moschee einfach zu beten und alles. Aber nach dieser Geschichte bin ich dagegen, ja. Mhm. Doch, ich nehme mir auch sein was raus. Du bist 29 Jahre alt. Lebst du relativ selbstständig oder hat die Familie generell einen argen Blick auf dich? Generell einen Blick auf mich, doch. Mhm. Hast du eine eigene Wohnung? Nee, ich lebe noch bei meinen Eltern. Hast du einen eigenen Beruf und einen Job? Ja, ich bin ausgelernte Krankenschwester. Ach so, ja, einen tollen Beruf. Warum ziehst du nicht weg von zu Hause? Kurz mal sagen, hier, ich habe meinen Beruf, ich verdiene mein Geld, ich nehme mir eine Wohnung. Solange man nicht verheiratet ist, Domian, würde das bei uns nicht in Frage kommen. Aber bist du nicht jetzt in der Stimmung, wo du sagst, aber jetzt mache ich das, ist mir egal, was ihr denkt? Sag mal so, ich bin in einer ziemlich Großfamilie aufgewachsen. Mhm. Das heißt, die würden all die Nase rumpfen, wenn du das machen würdest. Genau, genau. Und wärst quasi ausgestoßen, ein bisschen. Ja. Auch. Tja, wie schlimm. Wie planst du dich jetzt weiter zu verhalten? Ich weiß es nicht. Ich lasse einfach den nächsten Tag auf mich zukommen. Mhm. Und ich lebe einfach in den Tag hinein. Seitdem ich mein Baby abgegeben habe, läuft eigentlich alles schief, was mir schief laufen kann. Mhm. Und irgendwo gibt es nichts, woran ich mich festhalten kann. Mhm. Weil mir fehlt einfach ein Teil von mir, was ich noch nicht mal kenne, was ich halt 2 Monate hatte zu spüren. Ja, wie schlimm. Und man hat dich letztendlich gezwungen dazu, das Kind wegzugeben. Ja. Das war nicht deine freie Entscheidung. Nein, auf keinen Fall. Und hätte ich die Möglichkeit, das Kind zurückzukriegen, würde ich es machen. Mhm. Man hat ja eine Frist von 8 Wochen, Entschuldigung. Mhm. Und die 8 Wochen sind mittlerweile um. Mhm. Sind jetzt ein paar Tage um. Und ja, ich würde es gerne versuchen, sobald ich weiß, dass meine Familie mich in Ruhe lassen würde. So, jetzt werde ich mal, ich mache jetzt einen Vorschlag. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und werden dir eine Telefonnummer geben, vielleicht auch 2, wo Frauen in deiner Situation eben auch aus dem Kulturkreis kommend wie du, die in Not sind, anrufen können und sich hinwenden können. Vielleicht kannst du da ein wenig Hilfe kriegen und du wirst mit Frauen sprechen, die in ähnlicher Weise etwas durchgemacht haben und die das alles kennen aus der Insider-Sicht. Ja. Ja, dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich zurück. Ja, danke schön. Alles Liebe und alles Gute. Ja, danke, Domian. Tschüss. Auf Wiederhören. So, ihr Lieben, hier ist die Tanja. Tanja ist 21. Hallo, Tanja. Hallo, Domian. Dein Thema. Ich habe ein Problem. Ich habe mich verliebt in einem Arbeitskollegen meines Lebensgefährten. Mhm. Und weiß jetzt einfach nicht, wie ich damit klarkommen soll. Wie lange seid ihr schon Lebensgefährten, ihr beiden? Seit 6,5 Jahren. Oh, lange Zeit, ne? Ja, ja, sehr lange Zeit. Und du bist jetzt verliebt in den Arbeitskollegen von deinem Freund? Genau. Seit wann? Seit gut einem Monat. Das geht ja noch. Ja, das geht noch. Ist jetzt verliebt oder ist da schon was gelaufen? Da ist auch schon was gelaufen. Das heißt, er ist auch in dich ein bisschen verknallt. Genau, genau. Sind das nur Arbeitskollegen oder sind das auch Freunde, die beiden Männer? Ja, beides. Sie sind Arbeitskollegen und Freunde. Mhm. Das ist ja das, woran ich auch ein bisschen dran zu knabbern habe. Das heißt, dieser eine Monat ist jetzt schon ein Lügenmonat gewesen. Genau. Wo du rumlavierst und... Ich probiere, mich überall rauszureden, wo ich probiere, von zu Hause wegzukommen, um dann bei ihm zu sein. Mhm. Und auch mal vielleicht über Nacht da zu bleiben. Mhm. Wenn ihr 6 Jahre zusammen seid, ist das ja so eine Jugendliebe, ne? Genau, das war also meine erste große Liebe.
Und dein erster Mann auch gewesen? Genau, mein erster Mann auch gewesen. Ja. Wie ist denn dein Gefühl heute zu deinem Freund noch? Ja, gar nichts mehr, sage ich mal so, weil ich kann mit ihm nicht mehr weggehen, um Spaß zu haben. Mhm. Wenn ich mit ihm ins Kino gehe, fühle ich mich wie so ein altes Ehepaar mit dem. Mhm. So, ja, als wenn ich schon 30 Jahre mit dem zusammen bin. Wie alt ist er? Er ist 25, wird er jetzt. Ja. Und mit dem Neuen habe ich das eben alles nicht so. Ja. Da fühle ich mich geborgen und auch gut aufgehoben. Ja. Schläfst du mit deinem Hauptfreund noch? Nein. Nein. Schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Nein, schon lange nicht mehr. Ich ekel mich ein bisschen vor dem. Ich kann dir aber auch nicht sagen, warum. Mhm. Wie geht er denn damit um? Wundert er sich nicht? Will er immer wieder mal? Oder? Ja, er will zwar immer wieder mal, aber ja, er gibt es auch jetzt auf. Mhm. Weil er weiß nicht, warum, weshalb. Ihr wohnt zusammen? Genau, wir wohnen zusammen, wir haben zwei Kinder. Ach, ihr habt schon zwei Kinder? Genau. Ach so. Wie alt sind die? Meine Tochter ist 4 und mein Sohn wird jetzt ein Jahr. Mhm. Aber ihr seid eigentlich sowas wie eine WG, ne? Ja, genau, so fühle ich mich hier auch. Weil geht ihr noch zärtlich miteinander um, streicheln, kuscheln? Nee, gar nicht mehr. Gar nicht. Tote Hose, rundherum? Tote Hose, komplett. Mhm. Also wir streiten uns auch nur. Wir verstehen uns auch gar nicht mehr. So, dann wundere ich mich nicht, dass du dich verliebst oder verknallst. Und jetzt ist es nur der Arbeitskollege von deinem Mann. Genau. Das macht das Ganze noch ein bisschen komplizierter, aber generell kann ich das schon nachvollziehen. Die erste grundsätzliche Frage, die sich mir aufdrängt, ist, warum trennst du dich nicht von deinem Partner? Ich habe ihm das schon also oft gesagt. Wir haben uns also schon oft unterhalten, dass ich also da keinen Sinn mehr sehe und nimmt mich also da in der Hinsicht gar nicht ernst. Ja, aber irgendwann, wenn du es wirklich dann tust, wird er dich ernst nehmen müssen. Ja, das habe ich auch. Ich bin auch schon oft weg gewesen von zu Hause mit meinen Kindern. Mhm. Aber er denkt immer, das ist alles so Spaß. Und ich werde also auch von meiner Familienseite auch gar nicht ernst genommen. Mhm. Von deiner Familie auch nicht? Von meiner Familie auch nicht. Ich habe die einzige Person, ist meine Tante, wo ich mich drüber mit ihr unterhalten kann. Was heißt, die nehmen dich nicht ernst? Sagen die, stell dich nicht so an? Oder ja, was? Genau, stell dich nicht so an, das wird schon wieder, denk an die Kinder und immer so. Und ich denke mir dann immer, ja, aber was bringt den Kindern das, wenn die Eltern sich zu Hause immer nur streiten? Sehe ich auch so. Gerade wenn man an die Kinder, man soll an die Kinder denken, aber die Kinder dürfen nicht in einer kaputten Ehe oder kaputten Beziehung aufwachsen. Genau. Da muss man irgendwann vielleicht den radikalen Schritt machen und das ist auch dann für die Kinder viel besser letztendlich. Genau, das sage ich mir auch. Mhm. Ich habe nur meine Tante. Ich habe also keine Freunde, mit denen ich mich unterhalten kann. Also ich war schon immer ein Einzelgänger. Was empfiehlt deine Tante dir dann? Meine Tante sagt, ich soll also Nägel mit Köpfen machen. Mhm. Ich glaube, die Tante hat recht. Ja. Ich habe auf eine Art nur so ein bisschen Angst vor dieses, teilweise auch vor dieses Alleinesein. Das glaube ich. Von der Familie auch. Mhm. Keine Unterstützung zu haben. Aber deine eigene Familie tickt so? Ja. Meinst du nicht, dass die sich dann auch wiederum damit arrangieren würden, wenn es denn nur so wäre, dass sie dann, würden die dich verstoßen? Ich hab leider dieses Gefühl, ja. Mhm. Dass sie mich also verstoßen. Das versteht man ja auch wieder nicht. Genau, das der Sache ich habe ich immer schon gesagt, weil auch zu meinen Eltern, ich bin euer Kind und nicht mein Lebenspartner. Mhm. Also der steht hoch im Ansehen bei deiner der Familie. Der steht hoch, der steht verdammt hoch. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass er höher steht wie ich. Mhm. Gut, das macht das Ganze komplizierter, darf dich aber nicht an den konsequenten Handlungen hindern, die eigentlich anstehen. Der Freund, der Arbeitskollege von deinem Lebenskind, ist der solo oder ist der auch verstrickt? Nee, der ist solo. Würde der gerne mit dir zusammenkommen? Ja. Mhm. Aber er denkt dann auch teilweise auch dann an meinen Lebensgefährten, weil die teilweise auch Freunde sind und er will auch schon, aber hat auch natürlich ein bisschen Angst vor diesem Schritt. Mhm. Der allererste Schritt finde ich auch, wäre erstmal, Tanja, dass du klare Verhältnisse schaffst, nämlich dass du weggehst von ihm. Ja. Und wenn das wirklich zu einer Liebe, wirklich eine Liebe ist zwischen euch beiden, dann muss man auch in den sauren Apfel beißen und dazu stehen. Und für ihn ist es unangenehm, für deinen, ich sag mal, Geliebten jetzt. Ja. Aber da muss er dann auch durch. Weil so wie du die Situation schilderst, ist das so sonnenklar, dass jeder Mensch sagt jetzt raus da. Die Tante sagt Nägel mit Köpfen machen. Ja, mach es. Raus. Ja. Das Ding ist tot. Da läuft aber auch gar nichts mehr, wie du es gerade geschildert hast. Nee, da ist gar nichts mehr. Das ist absolut nichts mehr. Und das ist kein Leben. Willst du dich jetzt noch ein Jahr quälen und noch ein Jahr quälen? Irgendwann passiert sowieso. Also ich fühle mich auch wie in so einem Gefängnis hier, weil ich habe hier keinen, wo ich mich unterhalten kann.
ja, ich schlafe also nicht mehr zusammen in einem Bett, also ich schlafe also jeden Abend auf meiner Couch, weil ich mich in seiner Nähe einfach nicht mehr wohlfühle. Ich würde am liebsten so meine Sachen packen und dann einfach zum, ich sag jetzt mal, zu diesem Geliebten fahren, weil bei dem fühle ich, habe ich eben diese Wärme. Also, ich kann dir von meiner Seite aus nur mal sagen, mach diesen Schritt. Ja. Wenn auch alles jetzt ganz schwierig ist für dich, weil das ungewohnt ist, aber mach ihn. Auf jeden Fall. Ja, gut. Alles Gute wünsche ich dir. Gut, danke schön. Und mach weiter so, ja? Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Annette Bastian und Michael Verhoeven. Wir sind, wie gesagt, morgen am Samstag auch wieder da, im Fernsehen allerdings nur, morgen um 11:30 mit meinem prominenten Gast Mathieu Carrière. Die Leitungen, die Telefonleitungen sind eine Stunde vorher schon geschaltet, nämlich ab 10:30. Ab 10:30 morgen Abend könnt ihr anrufen und euch anmelden, wenn ihr gerne mit Mathieu Carrière morgen in der Sendung auch live reden wollt. Unter 0800 220 5050 oder ihr meldet ganz einfach unter domain@wdr.de. Schöne Nacht, tschüss.